Also ohne kann man es natürlich besser sehen alles, aber wer wo was und wie ist natürlich nicht so gut zu sehen. Ich mache es jetzt erstmal wieder an und wie gesagt, man kann es ja schreiben. Seid ihr noch da? Ja, wir beobachten das Ganze. Es sind jetzt zwei Brontos zum Kämpfen da. Ja, ich weiß, über den einen schweb ich. Von hinten ist schon der Giga und wurde wohl zu stark besniped. Oh, der Kronen, der ist da tot. Der Giga, nee, der ist doch bemannt. Also ich finde ja Giga wirklich. Chrono steht ja. Es ist schwierig. Gigas haben vielleicht ihre Vorteile, aber also für mich sind sie eigentlich nur kontraproduktiv, sagt man das so? Meinst du also nicht produktiv? Er täuscht wieder an, geht wieder zurück. Ah, jetzt haben sie wieder ihr Boot angeschaltet. Das war wieder eine sehr gute Idee gewesen. Das hätte Gegner müssen bemerken, jetzt in deinem Fall. Das Boot war ausgeschaltet, mit Bazooka vorrennen, aufs Boot geschossen, Turret kaputt. Das hatte Gegner zu spät gesehen. Weißt du? Oh, und hier kommt der Millenniumsfalke. Er startet los. Ist ja ein bisschen gebaut wie ein Flugzeug, sieht man das? Ja, stimmt. Und da kommt der Bazooka-Schuss. Bäm! Und da waren die Turrets weg. Ei, damit haben sie jetzt und nicht gerechnet. nochmal. Ob sie das jetzt durcheinander bringt? Ja, Squaffy rennt schon im Boot Kreise. Ja, das sieht Warum man. überhaupt kalt? Ah, der nächste. Sie schießen ein Loch ins Boot rein. Zack. Batsch, das war der Generator. Jetzt Und das wird. Boot ist zerstört. Komplett. Jetzt wird erstmal Rückzug. Ziehen Sie sich zurück, echt? Also im Moment sieht es aus, als ob Warum? sie zurückgehen. So, jetzt ist aber der Giga abgekapselt und der andere Spino, ne? Oh, Ilka wird erwischt, Ilka wird erwischt. Wo ist Ilka? Ilka kämpft gegen Giga und Spino, er kommt nicht mehr weg. Oh. Wow. Ilka. Und der Chrono kommt zur Hilfe. Oder wäre zur Hilfe gekommen. Ich habe auch nicht stehen, dass ich ihn angucken kann. Ja, sie sammeln sich jetzt, denke ich, neu, oder? Bleibt so mal Da stehen, ist sie. Mal, hoffen wir es mal. Mal knapp hat das überlebt, aber auch nicht. Ich habe gedacht, dadurch, dass die nur Stein haben, aber die sind doch nicht ganz so zu unterschätzen, ne? Die Gegner. Also die lassen sich nicht einfach so. Das ist das, was ich zum Beispiel gut finde. Der Moser ist wieder da. Ja, die sind jetzt. Schwimmt aber auch weg. Die Spinos sammeln sich außer oben im Wald. Die Könnte versuchen. vielleicht, könnte vielleicht nochmal von oben in die Bucht springen. Das wäre nochmal so Überraschungsding. Aber ich denke, dass er erst wieder im Ilpa soll die Spino fit machen. Scruffy schwimmt. Chrono schwebt. Und wurde anscheinend nicht Oh, gesehen. Doch der jetzt. Spino ist rausgelockt worden. Merkst du, Moser? Da kommen sie, da rücken sie vor mit ihrem Boot in den Brandhof. Ich habe das Geräusch, als wäre ich unter Wasser. Ohne Riegel. Ich auch. Das geht mit mir weg. Das ist ein Bug. Ich hoffe nur an dieser Stelle. Und da kommen sie alle raus aus ihrem Versteck. Gott, die es bemerken. Also Fall bemerkt es auf jeden Fall. Ja, haben sie alle schon bemerkt. Jetzt haben sie sich zurückdrängen lassen, ne? Muss man ja auch mal sagen, ne? Ja, der Gegner hat es geschafft, wieder die Oberhand zu gewinnen. Jetzt wird der Bronto rechts bearbeitet. Ah, sein Teampartner ist unter Wasser mit dem Spino schon und verjagt sie wieder. Zack, sie haben diese Ablosse. Das Floß mit dem Beten drauf, was bedeutet das? Oder wurde es gerade irgendwie abgeballert? Das ist kaputt. Chrono und Speedy. Oder sie werden, das ist Taktik,
wovon ich jetzt eigentlich nicht ausgehe, aber das hier rausgelockt wird, damit die anderen da oben oder da hinten weitermachen können eventuell. Nee. Da hat man doch jemand, ist da jemand am Werk? Das wäre nämlich sehr nice. Nee, Ilka kommt jetzt zur Hilfe. Sie lassen sich im Moment immer weiter zurückdrängen. Hier ist so viel los. Oh, 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 oh. Drei Spieler verfolgen der eine. Wow. Jungs, blockieren. Oh, 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 der Giga kommt zur Hilfe. Abspringe, Bazooka, Jungs. Das ist der mit dem... Oh, die Stamina ist leer, Scruffy. Der Spino ist Geschichte. Mhm. Der wird nicht mehr wegkommen. Zack, der ist gestorben. Scruffy lebt aber noch. Scruffy hat's gepackt, ja. Ist Lucy bemannt? Nein. Das Turrethaus Obe kommt zum Einsatz im Wald, wo Chrono ist. Ja, hier unten geht's auch nochmal gegen Lucy. Lucy scheint aber länger durchzuhalten. Gegen so viele. Ja, der Giga muss kommen. Aber ist schon vorbei. Giga backt jetzt in der Leich. Ja, ich gehe gerade hoch. So, das muss er nutzen. Das Turrethäuschen. Chrono. Das Turrethäuschen wird nicht mehr lange stehen. Also die Tanken ist jetzt leer. Klar. Ja, und der Spino, der springt da, der Chrono springt da mit dem Spino runter. Was müssen sie jetzt erwarten? Sie müssen jetzt einen Gegenschlag erwarten, oder? Die Luftnomade, ja. Sofort, das wird demnächst kommen. Demnächst. Denke ich nicht. Aber natürlich wäre es optimal, denke ich. Oh, der Moser ist wieder da. Wäre es optimal, wenn sie es sofort machen würden, oder? Einfach weil der Gegner das jetzt, also weil ein Luftnomaden, dass er jetzt eigentlich nicht mitrechnen und nicht darauf vorbereitet sind. Turbo ist jetzt kaputt. Nee, die schießen aber noch die Turbo, ich sehe das. Ich glaube, jetzt ist Ende, ne? Ich mal kurz checken. User left your channel. Okay, es wird sich neu gerüstet und nochmal versucht. Die Jungs sind schwer beeindruckt von Millenniums Falke. Das glaube ich, das sind wir auch. Oh, irgendein Quetzel. War der jetzt wild oder? Der fliegt tot? Nee, der war bemannt. Ja, der ist besatt. Gehen wir mal kurz auf K. Farmi 2. Also von Luftnomaden. Aber ich find's gut. Ich find's gut, dass sie jetzt nicht aufgeben, sondern dass sie sagen, gut, komm, wir rüsten uns neu auf und gehen nochmal rauf. Jetzt wissen sie ja ungefähr, was auf sie zukommt, dadurch, dass sie es gerade eben erlebt haben. Oh, da liegt eine Leiche. Nameless. Wenn du dich beeilst, der zweite Schlag dürfte bald folgen. Ja, ich denke, ich komme auch mal. Also bis jetzt, muss ich sagen, haben sie es nicht schlecht gemacht, oder? Also sie haben auf jeden Fall, haben sie sich gut darauf vorbereitet, drüber nachgedacht und haben ziemlich gute Strategien bis jetzt gehabt, oder? Ja. Noch ein paar coole Aktionen dabei. Clan Del Pitri kontrolliert jetzt das Gebiet. Das machen die ja auch sehr gut. Sie, ja, die verteidigen auch sehr gut, ne?
Also sie haben nicht lange gewartet, sondern sind sofort los. Sagen wir mal so, Taktik, also ich denke jetzt mal, war die Taktik, wir lassen erstmal die Gegner zu ihnen kommen und dann schlagen sie zu. Ich glaube, die mussten erstmal umschalten. So, wir werden jetzt angegriffen und dann wurde alles bereit gemacht, während schon die erste Welle so ein bisschen versucht wurde abzufangen. Ja, die Gegner zu sich zu kommen, ist schon sehr schlau. Ich habe erst gedacht, dass sie eventuell nicht standhalten. Ich habe dann halt diese Steingebäude nur gesehen und dachte, na, ob das wirklich auch die richtigen Gegner sind. Oh, Ilka, Ilka. Aber doch, muss man sagen, ne? Quetzel ist tot. Geht ja hier mal weiter. Noch ein Quetzel tot. Und da kommt der Spino auch schon. Ihm müssen zwei. Oder viele. Der Moser ist wieder da. Mhm. Die Schildkröte. Nee. Die haben ja auch schon Quetzel ist gerade gestorben. Wo ist ein Ilka? Im Wasser, glaube ich, habe ich ihn gesehen gehabt. Okay, ah, da kommt ein Rex. Kriegt mal Salz. Warum hat der Spine so viel Respekt vor der Schildkröte? Welcher? Nemelis sitzt auf der Schildkröte und der Spino ist hier gerannt und ist wieder zu Rigolov. Weil der Moser mit den Tools da war? Mhm. Nein, weil Luftnormale mit ihrem Rex kommt. Pimp mal Dino Metallrüstung wieder drauf, sehr nice. Ich stelle gerade das gerade mit der Schildkröte vor. 259er Level. Und tatsächlich, sie ziehen sich nur ein bisschen zurück. Spino kommen. Ja. Ja, Spino ist schneller. Ich denke, der Rex ist wie im Gigado. Der Rex ja, beißt schneller. Und durch die Pimp-Rüstung kann er in Giga-Standhalle. Ja, der Reiter ist auch in Flak-Rüstung, das Wettekampf. Ilka ist hier tot und... Und da kommt der Millennium-Falke wieder Gefahr. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder was verpasst. Oh ja. Das Seil hat gerade einer von Pietro vom Spino runtergeschossen. Das war ein geiler Schuss. Ach, aber das Seil auch schon tot. Ja, passiert, aber er hat eine Runnercut. Wir haben einen Spino-Kampf auf der Insel. Ja, da bin ich gerade. Jetzt kommt der nächste Giga. Wie viele Gigas haben die denn? Oder ist das immer noch der? Das ist Rex. Wo ist der Giga? Im Wasser. Okay, ne, das ist der andere. Der ist zurückgezogen, aber kommt jetzt wieder. Luftnormal, du lässt dich auf der Insel ganz schnell wieder zurückdrücken. Ja. Bemerkt der Rex, dass von hinter der Giga kommt? Ah, er geht, auf Tauchstation. Die haben riesen Respekt vor dem Boot von denen. Das Boot kommt gefahren, sie flüchten direkt. Ja, auch die Edis laut dem Millennium Falk. Hopp, Rex, dreh rum. Die haben sich alle ja, Fleischkampf. Hier, ne? Ja. Chrono und Rex haben sich verkeilt. Na, jetzt geht's wieder. Wo läuft denn der Rex jetzt hin? Ah, die ziehen sich jetzt zurück. Muss über Land. Man nimmt immer den kürzeren Landweg. Rex wird von Mantas angegriffen. Ja, die sind zurückgeschlagen. Noch fragen denn, ob es jetzt noch weitergeht?